Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Mario Kart 8 Deluxe Online mit dem Retro. Hallo, ja, auch von mir ein herzliches Willkommen und ja, wir fahren wieder direkt nach dem Stream quasi, also einen Tag später ist es. Die Folge ist wieder mal top aktuell. Genau, weil der Retro immer in der Woche nicht da ist, wo man aufnehmen mal könnte. Aber nein, der Retro ist nicht da. Und da ich mich dann doch vielleicht so ein bisschen an den Retro richte, damit er auch mitmachen kann, ist es halt aktuell, aber vielleicht für euch umso besser. Denn somit seid ihr noch auf dem Stand des Streams und wir auch. Genau. Und letzter Stand zumindest bei mir war, dass ich nah an den 9000 Punkten dran war. Bedeutet, mir fehlen noch 70 Punkte, bis ich dann auch bei 9000 bin. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir die schon. Ich fahre wieder Luigi in den Streams, zumindest in den letzten zwei Streams bin ich ja dem Mii gefahren. Und aber er hat es geschafft. Ja, genau. Ja, und wir nehmen das jetzt hier schön am Sonntagabend auf. Wir wollten eigentlich schon vorhin aufnehmen, aber sagen wir es mal so, ein schöner Sturm hat einen Strich durch die Rechnung gemacht, in dem einfach mal bei mir, glaube ich, über zwei Stunden lang kein Strom war. Ja, das kommt ungefähr gut hin. Ja, ich glaube, es waren über zwei Stunden. Auf jeden Fall habe ich die Zeit gut genutzt und habe abgewaschen, aber ja, es war letztendlich dann doch irgendwie, am Anfang war es vielleicht auch ein bisschen cool, so schön mit Kerzenlicht hier zu sitzen und aber irgendwann dachte man sich so, ich wollte eigentlich nur aufnehmen, ich hatte auch noch anderes geplant aufzunehmen, aber naja, gut, dass ich sowieso noch einiges an Folgen habe, bedeutet, dass ich da jetzt mal nichts aufnehmen konnte, ist auch nicht so schlimm, solange wir den Mario Kart 8 Part jetzt hier noch schaffen. Ja, und vielleicht habt ihr es mitbekommen. Bei mir war ja dann dementsprechend der Wochenrückblick ohne Titel, ohne Beschreibung. Erst kurze Zeit später war der Titel dann da. So. Mal Bananen, Panzer nach hinten schmeißen. Vielleicht habe ich irgendwen getroffen, ich weiß es nicht. Bin momentan Zweiter. Da vorne ist der Erste, vielleicht kriege ich den. Hat er irgendwas dran? Ja, hat er. Gut, ich setze den Pilz mal ein. Du gehst auf Doppel? Ich bin genau hinter dir. Okay. Ich habe eine Banane hinten dran, Vorsicht. Oh! Oh, Alter! Ich hafte nicht für deine Sicherheit. Er hat eine Banane. Ja, ich weiß. Ich dachte, ich krieg vielleicht noch eine rote und kann ihn dann so. Vorsicht, Bombe! Vorne, nein, Bombe. Die ist runtergefallen, die ist runtergefallen. Tschüss, DK. Ich kriege nicht so geiles Zeug. Mit Panzern und Bananen kann ich relativ wenig anfangen. Ich kann zwar dann Items abwehren, die von hinten kommen. Aber dennoch. Ja, könnte es besser sein. Dann ist man so. Das war knapp. Oh, das war knapp. Ja, habe ich mit Absicht gemacht. Ja, gut. Zweiter, das passt dann auch. Das passt. Achtung, Banane lege ich. Achtung, Panzer. Jo, bin Dritter. Gut. Ja, war eine schöne erste Runde, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Plus 16 Punkte, sehr plus schön. Plus 11. Und der Papa ist Erster. Ja. Zur Auswahl standen Yoshi-Tal und Yoshis Piste. Reto und ich wollten eigentlich Yoshi-Tal haben. Es wurde aber Yoshis Piste. Ist egal, auch die Strecke kann man rocken. Da man merkt gerade, es ist irgendwie gerade Abendbrotzeit auf dem Sonntag so ungefähr. Ja. So 19 Uhr ist es jetzt gerade zum Stand der Aufnahme. Die Runden sind nicht voll. Auch schon die Vorfahrrunden, die waren alle beide, wo ich jetzt vorher gefahren bin, bis mal Platz war. Die eine Runde war proppevoll und diese Runde, die war zu Anfang immer ganz leer. Aber kann halt auch Zufall sein. Wir hatten dieses Phänomen schon öfters. Und musst du unbedingt Abendbrot erzählen? Da bei mir ja Stromausfall war, konnte ich nichts im Ofen schönes Leckeres machen und das hat halt eine Weile gedauert. Dementsprechend habe ich Hunger, aber ich wollte erstmal den Part generell hier haben. Ja. Weil Retro ist ja dann wieder in der Woche unterwegs und der braucht den Part, um den schon mal schneiden und hochladen zu können. Ich kann das ja ganz in Ruhe die Woche jetzt machen, Mittwoch oder Dienstag. Oh. Was soll ich mit grünen Panzern, wenn ich nicht die Abkürzung nehmen kann? Ja. Ich würde es auch ganz gerne. Aber auf jeden Fall werde ich mir irgendwas Leckeres dann nach dem Part gönnen. Mal gucken, was man da mal machen kann. Oh ja, das sieht doch schon besser aus mit den Items. Ich habe mich selbst getroffen. Aber wenn alle
Pilze haben, geht's natürlich nicht nach vorne, aber ist nicht so schlimm. Da habe ich jemanden erwischt. Da war eine Banane. Oh ja, so kann man auch schon besser arbeiten. So kann man viel besser arbeiten. Und den einen Pilz hebe ich mir auf. Oh nö, die Abkürzung. Ich bin letzter. Da, von dort komme ich so ungefähr. Also ich bin jetzt die Zweiter inzwischen. Oh, diese scheiß Bombe! Und der Pilz wurde mir dazu auch neu geklaut. Ey, da klaut jemand meinen Luigi mit mein Bike, glaube ich sogar auch. Was soll denn das? Ich weiß auch nicht, was es soll. Ich bin der wahre Luigi. Hier, für euch da. Ja, genau für dich. Och, der scheiß Stachi! Ja, du nimmst dir das Doppel-Item natürlich, Potion. Oh, cool, Willi. Das ist dann natürlich Premium. Was? Was? Na klar doch! Na klar doch! Einerseits der Kugel Willi ist sowas und kurz und der Stern ist schneller als ich und ich werde richtig beschissen rausgelassen. Na klasse! Ha! Ah. Naja, wenn ich die 9000 Punkte nicht kriege, dann halt wieder am Samstag im Stream. Bedeutet genau. Für euch nochmal die Info. Samstagabend ab 18 Uhr streamen wir beide. Richtig. Auf YouTube und auch auf Twitch. Bedeutet, ihr könnt da auch mitfahren. Also wir haben Mitfahrgelegenheiten, so ihr seht. Freundescode ja. Kriegt ihr dann dementsprechend auch, wenn ihr den noch nicht habt. Und dann kann man da einige schöne Runden zusammen fahren. Meistens streamen wir bis 21 Uhr, also ihr habt dann auch genügend Zeit. Richtig. Muss ja auch mal hier mal gesagt werden. Genau, dazu gesagt, seit neuestem, jetzt seit heute, Sonntag, zur Aufnahme. Ich habe heute schon einen weiteren Stream gemacht gehabt. Seit allerneuestem streame ich sogar zusätzlich nebenbei mit auf Mixer. Gut. So, den ersten Platz habe ich hier schon, aber es ist halt auch Tolls Autobahn. Wenn ich da nicht Erster werde, dann weiß ich auch nicht. Aber gut, im Stream war das mal wirklich so. Bei einer Runde. Aber die andere Runde im Stream, Tolls Autobahn, da war ich Erster. Ich weiß nicht, aber irgendwie... Aber das Gefühl, ich bin Letzter. Was machst denn du? Das ist doch Tolls Autobahn, das ist doch ja, einfach. Ja, wenn man aber von Items erwischt wird. Nein, lass dich nicht von Items erwischen. Ja, das sind so richtig tolle, aufbauende Worte. Ja, ist doch Real Talk. So, nochmal ein paar Münzen mitnehmen. Hier mal noch was da hinten schmeißen. Ist irgendwie etwas langweilig hier, muss ich sagen. Kann man Stachi kommen? Hallo, ich will einen Stachi haben. Ein Stachi will er haben. Ja. Man ist weiter hinten und bekommt schlechtere Items als die weiter vorne. Oh, das ist schön. Wow, was? Na. Oh. Ah, ein Stachi kommt leider, glaube ich, nicht mehr. Ist. Ach doch, doch, da ist einer. Wow. Da ist einer. Da ist einer. Nice! Der letzte. Das mache ich auf dem letzten. Stachi! Uhu! Oh, das war eine schöne Runde. So muss jede Mann. Runde laufen. So muss jede Runde laufen. So ist das schön. Scheiße, will jede so Runde so laufen. Welcher Cooper bist denn? Der hintere oder der vordere Cooper? Der Cooper, der hintere. Ah, okay. Ui, ich bin fast an den 9000 dran. Sehr schön. Eigentlich war ja bei mir der Stream so geplant, Road to 9000. Aber ja, letztendlich wurde dieser Spruch hier für dieses Video da halt. Muss ich halt ja, hierfür verwenden. Wenn das wieder so gut läuft, kommt es bei mir wieder so, ja. Items, was sind das? Also ich hab schon ein wieder. Da hat man es mich schon wieder gesehen. Oh, ein Schnuppel. Items, was sind das? Und dann muss man sich ohne Items nach vorne jagen. Und wenn man dann mal ein Item bekommt, dann ist man weiter hinten als die anderen, die noch bessere Items bekommen. Oh, das war eine schöne Abkürzung. Sehr gut. Nein. Oh, hui, hui, dass ich da gerade nicht getroffen wurde. Ah, da war doch klar irgendwann. Aber egal. Wir kriegen auch so bestimmt hoffentlich einen guten Platz. Es sei denn, ich verdrifte mich. Ach man. Gut, dann geht es mal weiter. Zack. Was krieg ich? So, jetzt habe ich auf dem zweiten Platz. Mal schauen, wie lange es so bleibt. Muss ich hier wohl über das Spiel richtig mal eine Runde aufregen, bevor das Spiel mal einsieht, ich kann mal hier was anders machen.
Ah, warte mal ab, das wird noch. So, hier mal einen Goldpilz einsetzen, danke Hupe. Dann kann ich hier nämlich mal ein bisschen abkürzen hier das Ganze. Baby Luigi, aus. Hey, ich habe doch ein Item bekommen. Wo ist mein Item hin? Oder habe ich jetzt so kein Item bekommen? Ach Mann, oh. So werde ich aber nicht nach vorne kommen. So, jetzt hier. Ja, sieht doch schon besser aus. Oh, 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 und schön. Auf einmal wird man von zwei Personen auf einmal gleichzeitig überholt. Ja, und eine Person war ich. Vierter statt. Das war ich, das war ich. Ja, großartig. Schön. Die Runde ist nun komplett voll und wir fahren auf der Hyrule-Piste. Ja. Aber ich hätte da auch mal wieder Bock, irgendeinen Zelda zu zocken, wenn ich die schon so angucke. Habe ich ja momentan nicht die Zeit dafür, es laufen andere Projekte. Aber Zelda kommt auch noch. Aber ich weiß noch nicht, welches Spiel. Mal gucken. Gibt ja so viele geile Zelda-Spiele. Ja, das stimmt. So, vierter, damit kann man schon mal was anfangen. Ne, fünfter schon mal nicht. Aber ich will auf jeden Fall die 9000 neu erreichen. Aha, rote, rote, aber nicht für mich ein Glück. Ein Glück, dann fahren wir mal hier am Schwert entlang, am Master Sword. Und der Retro ist da vorne mit einer Hupe, der gerade getroffen wurde. Ich habe schön gesehen, wie die grüne andauernd erstmal an dir vorbei ist, hinter dir. Und dann hat sie dich doch noch getroffen. F driftet doch! Mann! Jetzt krieg ich deshalb kein Item. Mann! Da muss man sich hier hinten vom 8. nach vorne schlagen. Oh, eine blaue kommt. Ah, das ist gut, das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Da war der erste. Ah, da war doch klar, Mann. Oh, da kommen Feuerbälle, da kommen Feuerbälle. Hilfe. Nehme ich hier das eine Item, sehr schön. Der Manu Eck. Heck, und was ist vorne? Okay. Manu E Heck. So, jetzt bin ich auf dem vierten. Jetzt habe ich mich da schon mal vorgearbeitet. Ah, der hat einen Bumerang. Das ist natürlich als erster nicht schlecht. Der hat den auch gerade nach hinten geschmissen. Okay, das war ein angebrochener Bumerang. So, da kommt das wieder eine rote. Für dich. Nein, ich fahre auf seine Banane. Nein. Ey, Wario, was machst du hier jetzt? Das war mein Platz? Hallo? Finde ich jetzt aber nicht okay. So, mein Doppel-Item. Ja, mit Bomben kann ich jetzt hier eher weniger was anfangen. Ich muss die Pilze einsetzen. Ah, schade. Das ist mal nix. So, siebter. Ah, dieser eine Wario, der kam plötzlich aus der Ecke hervorgesprungen. Das ist aber eine schöne Runde, wo man gut Punkte machen kann, weil alle so hoch sind. So, wir fahren über den Wolken, so wie sehen. Obwohl, ganz so über den Wolken scheinen wir nicht zu sein, so wie ich das im Hintergrund sehe. Ich sehe da auf jeden Fall Wasser. Ja, richtig. Ist da Wasser? Ja. Ja. Und da ist die City. Die sind unter Regenbogen im Himmel. Ja, aber nicht ganz im Himmel. Noch nicht. Ich will noch nicht sterben, was? Was? Oh, viele haben so ihren Panzer, aber haben mich eigentlich nicht getroffen. Und schwuppdiwupp immer einmal getroffen, ist mal 10. Ha. Ich wurde nicht getroffen. Ja, Mann, ich wurde von der grünen einmal abgesnipert. Oh, schön. Genau, ein Pilz. Den nehme ich. Pilz auf dem 11. Das bringt mir Pilz auf dem 1. Auf dem 11. Ich bin gerade, apropos Erster, ich bin gerade Erster. Zu viel Salz, oder? Ich mach mal den Salzvorrat in diesen Lehrer. Warte, ich könnte da eine schöne Bombe legen. Wow. Ja, ich habe da ein paar getroffen. Sehr schön. Ah, oh, so muss das sein. Immer schön taktisch vorgehen. Und dann kann man auch gute Plätze hier kriegen. Fünfter derzeit. Pardon, sechster.
Warum kriegen wir nicht mal so eine geile Runde in den Streams? Oh. Neunter. No. Das bringt doch gar keinen Spaß mehr langsam. Ja, ist relativ langweilig, da hast du recht. Bist du da der hintere Yoshi? Bin gar kein Yoshi. Oi. Ja, die 9000! 9009! Yeah! Huhu! Das Ziel ist erreicht. Und jetzt heißt es noch den Punktestand ausbauen, damit wir am Samstag im Stream schon mal super losstarten können. Und nun heißt es natürlich auch Route to 10.000. Ach, wenn ich mal irgendwann auf YouTube da angekommen bin. Das wäre auch mal schön, aber das dauert noch eine Weile. Wenn ich überhaupt da mal irgendwann ankomme. Ja. Aber? Ich darf mich jetzt noch hinten ganz nach vorne durcharbeiten. Mal gucken, wie mir das jetzt gelingt. Momentan so. Gehören wir ja eher so die Loser-Positionen. Ich weiß nicht, was mit dir heute los ist. Bei mir läuft es sowas von super. Ja, schön. Das bringt mir jetzt auch so viel. Wie oft bin ich jetzt schon Erster geworden? Dreimal oder so? Da weiß ich auch nicht, warum du so ein Pech hast. Ich will auch nicht, dass du so ein Pech hast, aber... Und schon wieder. Ups. Du hier? Nein, aus. Ja, schön getroffen. Du auch aus. Hier ein Bumerang nach vorne. Und nochmal ein Bumerang nach vorne. Ah, naja. Der ist ein bisschen zu hoch geraten. Oh, na, schön rote. Ey. Bam! Bringt mir aber jetzt auch nichts. Ah, nein, nicht gegen die Krabbe. Ey! Entschuldigung. Ja gut, ist gerecht. Ich habe dich ja auch mit dem Bumerang getroffen, also von daher. So, Goldputz geht aus, wunderbar. Und dann jetzt nach vorne arbeiten. Ah, ich krieg nur einen einzigen Pilz, das nützt mir aber leider nichts. Gerade wenn ich hier getroffen werde. Komm, Doppelheiten, danke sehr. Ja, Stern, komm jetzt ein Blitz. Blitz, Blitz, Blitz! Kein Blitz, bloß kein Blitz. Ja gut, dann halt nicht, aber... Ja gut, 6 war schon mal besser als der Platz, den ich eben war. Okay, zweiter Platz, gib Gas und bin im Ziel. Ja, ich bin Dritter. Das passt. Das passt. Sehr gut. Oh, der eine hat die 10.000 gerade erst erreicht, oder vor kurzem. Nur ein einziger von uns 12 Spielern wollte diese Strecke. Nur ein einziger. Und ich glaube, es war so einer, der gar keine Strecke überhaupt ausgewählt hat. Also, genau. Wollte keiner diese Strecke. Dennoch fahren wir sie jetzt. Aber ich denke mal, ist vielleicht auch nicht so verkehrt, weil in den Online-Strecken sind wir die bisher bestimmt kaum bis gar nicht gefahren. Also von daher, bisschen Abwechslung muss auch mal sein. Richtig. Und sagen wir jetzt mal so, optisch sieht die Strecke ja auch wirklich nicht schlecht aus. Also hier mal Urlaub zu machen, wäre mal wirklich nicht verkehrt. Aber ja gut, mehr auch nicht. So. Wow, jetzt fahr. Hier mal eine schöne rote nach vorne für Dave. Oder wer das auch immer war. Ja, kommt eine rote. Nee, doch nicht. Oh, ein Bumerang. Ah ja, da war der Bumerang. Ist aber nicht so schlimm. Deliverers wurde da gerade getroffen. Und dann mal gucken, was wir hier sind. Bin ich gerade Zweiter. Ja, aber nicht mehr lange. Oh! War der Grüne von dir oder was? Ich wurde selber von der Grünen getroffen. Achso, ja, weil du sagtest, ich hatte nicht mehr lange, bin ich. Nee, vielleicht weil du Erster warst oder so. Achso. Oder weil ich halt dein Pech auch kenne. Ja. Hatte ich recht behalten? Jetzt bin ich Dritter, richtig. Ah, okay. Und kein Item. Oh, da fährt vor mir ein Unsichtbarer. Und hat das Item genommen. Stachy? Und ach, der Stachy erwischt mich. Mich erwischt ein Feuerkugel. Oder zwei oder drei, da bist du. Ja, komm, jetzt will ich hier mal ein Item.
Buhu, was kann ich mit einem Buhu anfangen? Komm, Pilze. Hier, meine Pilze klauen. Nee. Nee, hast du nicht. Wollte ich gerade nämlich sagen, du hast noch deine Pilze. Was laberst du? Von wegen Pilze klauen. Das ist nur das Risiko da dran. Ja. Oh, jetzt werden meine eigenen Pilze geklaut. Mann. Oh, komm rüber da. Wunderbar. Der Blitz war eigentlich ganz gut, weil somit kriege ich das Doppel-Item. Obwohl du dir das vorher genommen hast. Aber ich krieg nur Panzer! Was soll denn das? Weiter. Siebter, achter, neunter, neunter. Das war keine gute Runde. Minuspunkte, aber nicht so krasse Minuspunkte. Also von daher, es passt noch. Ich bin noch glücklich. Mario Kart. Sind wir die Strecke nicht schon gefahren oder war das eine andere? Nee, wir sind die schon gefahren. Die sind wir schon gefahren. Okay. Ah gut, dann versuchen wir hier wieder einen guten Platz zu erreichen. Und dann kann man ja auch mal nochmal sehen. Erster wäre nicht nochmal, wäre nochmal schlecht. So, hier mal die Kurve gut nehmen. Mit dem Beschleunigungsstreifen da allerdings kriege ich nie. Den kriege ich in letzter Zeit auch nicht. Also heute ich habe den noch nie bekommen. Ich habe den heute nicht bekommen. Oh. Ah, Dave, Mann. Eine weibliche Dave. Gibt's weibliche Daves? Dave klingt so männlich. Wow. Zu früh abgebogen. Das ist schlecht. Ach, Dave! Gut. Aber was soll ich mit Bananen? Was soll ich mit einem Pilz auf dem Erst und der vor mir bekommt drei Pilze? Das ist so typisch Mario Kart. Mal ein paar Bananen gelegt. Dave wird bestimmt gleich die Bombe legen. Ja, ich krieg am besten gar kein Item. Ach, die Bombe war aber mega gut hier, Lack. Dadurch bin ich jetzt Vierter, ne? Mein. Ah, fahren wir mal hier jetzt lang, dann. Oh, jetzt krieg ich das Item nicht. Oh, Pilze, sehr schön. Das hätten meine Pilze sein können. Ah, warst du hinter mir? Ich war genau hinter dir. Ich fahre normalerweise noch nicht lang, aber ich dachte mir jetzt, fahr ich mal. Mal ein paar Grüne losschicken, die mich vielleicht selber treffen. Na, mal gucken. Ja, die treffen mich selber, wusste ich's doch! Ich hab schon genau gewusst! Und dann nimmt er sich doch das Item, denn, oh, Mann! Das letzte Item wieder nicht erwischt. Nee, ich auch nicht. Ja, jetzt werde ich von dem überholt. Zehnter, Elfter und... Achter. Ja, Zwölfter. Achter. Ja, minus zwei Punkte geht ja noch. Minus elf. Wie sagt man so schön? Die letzten werden die ersten sein. Ja, und ist auch die letzte Strecke für heute? Richtig. Und da wollen wir natürlich noch einen guten Platz erreichen. Das wäre super für den Part, der eigentlich sehr erfolgreich war. Der war wirklich sehr erfolgreich. Wo? Bei mir. Ach, wir hatten da die Banane gelegt. Der zweite. Wie kann er nur? Wie kann er nur? Bestrafe ihn für mich. Och Mann! Ich war der Zweite. Pascal. Du warst der Zweite. Ich war der Zweite. Dann bestrafe ihn. Ich bleibe bei meiner Meinung. Och, was machst denn du? Ja, und ich krieg nur einen einzigen Pilz, natürlich. Ach was? Warte, ich hab noch... Stimmt, ich hab noch einen Stern bekommen. Ja, Mann. Wurde gesnipert. Ja, sehr schön. Ich wurde... Jetzt brauche ich ein gutes Item hier. Elfter Platz, das geht ja nicht. Kann man doch nicht machen. Dann wird man so schön gegen die Wand gepresst. Das bringt ja auch richtig viel. Nicht. Neunter ist schon mal besser, aber immer noch nicht optimal. Wieder zwei Items, sehr schön. Wieder Pilze, okay. Na gut, dann kann ich hier wenigstens abkürzen. Ah, Manuel Heck hat eine rote, die er auf dich geschickt hat. Das war der Manuel. So, Doppel-Item. Ja, ein Pilz immerhin. Komm, Feuerblume.
Treffe ich irgendwen? Nee. Bumerang, was soll ich mit dem Bumerang? Was soll ich mit dem Bumerang? Nach hinten schmeißen. Kommt noch irgendwas Gutes. Ah, das ist... Nein! Ja, nee, ist klar. Natürlich. Warum sind die alle jetzt hier groß? Komm hier, noch irgendwas Gutes, irgendwas Gutes. Ah, Neuner. Sechster. Sechster geht noch. Pluspunkte, immerhin. So, das war's dann mit diesem Part. Ich hoffe mal, der hat euch gefallen. Also bei mir war es ja ein erfolgreicher Part bei Retro. Leider eher weniger so. Vielleicht ist es beim nächsten Mal wieder anders. Denkt dran, am Samstagabend der Livestream zu Mario Kart 8 Deluxe. Und auch mit euch, wenn ihr mitspielen wollt. Und ja, man hört sich dann. Hast du noch was zu sagen? Ja, nö. Nö, du bist beleidigt. Ich hab gerade echt die Schnauze voll von dem Spiel. Kann ich verstehen. Man hört sich. Bye, bye. Ciao.